Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Ich bin's wieder, eure Yeshim. Und heute, nein, bin ich nicht irgendwo in einer Urlaubsferienanlage, sondern im Stadtteil Kargejak. Ein bisschen oben auf dem Berg, aber nicht so schlimm. Wir haben hier eine wunderschöne Doppelhaushälfte, die ich euch gerne zeigen möchte. Die Anlage hat 40 von diesen Doppelhaushälften. Ist wunderschön verstreut in alle Himmelsrichtungen, so dass man nicht unbedingt Nase an Nase zusammensitzt. Aber jetzt gehen wir einfach mal und schauen uns erst einmal das Häuschen an. So, da stolper ich jetzt mal die Stufen runter. Und wir befinden uns hier auch gleich vor der Doppelhaushälfte. Wir haben hier einen wunderschönen Vorgarten, sehr schön gepflegt, wie ihr seht. Mit ein bisschen Steinchen, mit ein bisschen Gebüsch, aber sehr, sehr schön. Und dann gehen wir auch gleich mal hier hoch. Und da werden wir auch schon. Tretet bitte ein. Das ist eine Duplex-Wohnung so gesehen. Also wir haben ein Erdgeschoss, wir haben oben noch ein weiteres Stockwerk. Es sind hier ca. 130 Quadratmeter, verteilt eben auf beide Stockwerke. Unten haben wir Wohnzimmer mit Küche und ein Schlafzimmer, mit dem ich auch erst einmal gleich anfangen möchte. Ihr seht, hier ist es auch schön hell. Ausgestattet sind die Räume auch alle wieder mit Klimaanlagen. Es passt ein großes Bett rein, es passt ein, naja, etwas kleinerer Kleiderschrank rein, aber völlig vertretbar. Man hat einen schönen Ausblick, auch auf ein paar Nachbarn, die eben gerade mit der Badehose noch draußen stehen. Dann sind wir auch schon im Wohnbereich. Auch muss ich dazu sagen, es ist unheimlich niedlich eingerichtet, wenn man das so sagen darf. Also sehr naturverbunden. Man fühlt sich hier tatsächlich sehr schnell zu Hause. Also es ist, man merkt, dass es tatsächlich hier einfach mehr von Europäern bewohnt wird. Wir haben einen wunderschönen Platz für die Essgruppe. Auch hier sowas wie ein Mini-Erker, könnte man sagen, der halt hier so ein bisschen leicht ausgebuchtet ist. Aber ich finde es ganz schön, auch Rollläden an allen Fenstern auch sehr schön. Hier geht es dann auch gleich raus, aber bevor wir uns daraus bewegen, will ich euch noch die kleine Wohnküche hier so gesehen zeigen. Also groß ist sie nicht, aber man hat hier trotzdem ausreichend Platz, um was abzustellen, um ein bisschen was zu schnibbeln. Ausgestattet, wie ich sehe, ist hier Siemens. Gerätschaften. Die Küche an sich ist eigentlich noch ganz gut in Schuss. Also da kann man auf jeden Fall damit arbeiten, müsste man nicht unbedingt gleich austauschen, kann man aber natürlich, wenn man möchte. Ihr seht auch die Stuckarbeiten oben an der Decke wieder sehr schön gemacht mit den eingebauten Spots. Was auch sehr schön ist, ist einfach die Farbe Weiß. Das macht hier einfach alles so ein bisschen heller, alles so ein bisschen freundlicher. Und jetzt gehen wir mal raus. Ja, ich möchte gar nicht zu viel sagen, schaut es euch einfach an. Was auch sehr schön hier auf dem Balkon ist, ist tatsächlich, dass es, man könnte sagen, richtig überdacht ist. Man kann also auch, wenn die Sonne richtig scheint, trotzdem hier draußen sitzen, ohne dass man einen Hitzeschlag bekommt. Auch hat man hier ausreichend Platz, man kann seinen Grill hinstellen, man kann seine Esstischgruppe hinstellen, oder eventuell sogar liegen. Also es würde alles reinpassen. Ja, und dann gehen wir auch gleich mal weiter. Auch sehr schön gelöst, unter der Treppe ist hier die eingebauten Schränke, wo man natürlich ausreichend Stauraum hat, um entweder Schuhe oder Kleidung oder weiß der Kuckuck was abzustellen. Auch hier die Nische wurde sehr schön genutzt. Hier hat man auch sehr schön den, diesen kleinen Bereich hier, wie sagt man, genutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte tatsächlich, da ist irgendwie ein Zählerschrank dahinter, aber ich will ja nicht in den Schränken rumwuseln. Das war jetzt nur ein kleiner Versuch, aber ihr seht, man kann es auch als Apothekerschrank nutzen. Jetzt haben wir folgendes Problem, was ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Wir haben leider kein Licht hier. Also ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen hell ist für euch. Ich gehe auch gleich mal ins Eck. Wir haben hier ein kleines Badezimmer.
wo auch gleich die Waschmaschine untergebracht ist, was natürlich sehr gut ist, dass sie sich hier im unteren Bereich befindet. Toilette, kleine Duschkabine, Waschtisch. Aber auch hier kann man sagen, man kann es sofort nutzen, kann es natürlich dann auch umbauen, wenn man möchte und da was Moderneres draus machen. Das mal zum unteren Stockwerk und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Auch hier haben wir sehr, sehr schön die Marmortreppe. Auch das Geländer ist ziemlich urig. Da kann man eigentlich auch nichts dagegen sagen. Schön massiv, robust. Die Treppen sind breit. Man hat tatsächlich keine Probleme, hier hoch zu wackeln. Ansonsten müsste man vielleicht mal die Wände ein bisschen neu streichen. Na, weil, naja gut, das ist einfach, das, da kommt man nicht drum rum, dass so etwas passiert. So, auch hier haben wir den oberen Flur auch sehr schön genutzt, hier mit einem Spiegel, ein kleines Schränkchen. Und da haben wir dann werden wir auch schon im Badezimmer im oberen Stockwerk. Hier geht es mehr in die Länge. Wir haben auf dieser Seite eine Whirlpool-Wanne, auch schön mit Fenster und integrierten Fliegengitter. Ein WC, Waschtisch und auch noch Platz für ein Badezimmerschränkchen. Wie ihr seht, die Fliesen sind eigentlich noch, man könnte sagen, relativ zeitlos, schön in einem Braunton gehalten. Man kann aber natürlich, wenn man möchte, das alles nochmal renovieren lassen. Da spricht natürlich nichts dagegen, aber ansonsten ist es auf jeden Fall sofort nutzbar. Dann gehen wir auch gleich mal weiter und zwar in das nächste Schlafzimmer hier oben. Hier haben wir erstens einmal sehr viel Licht, zweitens auch genug Platz für ein großes Bett. Auf dieser Seite haben wir eine Nische, die vom Schreiner auch sehr gut genutzt wurde. Ihr seht, da wurde der Kleiderschrank schön angepasst, genau an diese Dachschräge. Und wir haben natürlich hier noch eine Dachterrasse. So. Auch mit einem wunderbaren Ausblick. Ja, und dann haben wir natürlich oben noch ein weiteres Zimmer. Das wurde jetzt mal nicht als Schlafzimmer eingebaut, sondern man hat es eher so ein bisschen als eventuell Gästezimmer oder einfach nur kleines Wohnzimmer hier oben. Da kann man natürlich auch seine Couch, auch eventuell ein kleines Bettchen oder vielleicht ein Büro. Klimaanlage auch hier. Wir haben auf der Seite einen Kleiderschrank. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und schauen uns draußen mal ein bisschen um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, euch diese Immobilie zu zeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euer Like dazu gibt, mich abonniert, eure Kommentare vielleicht noch dazu schreibt, wenn euch irgendetwas interessieren sollte. Ansonsten natürlich euren Daumen mir noch schenkt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Ihr könnt euch jederzeit melden, entweder über WhatsApp oder über Instagram, auch gerne über E-Mail. Ich würde euch da natürlich so schnell wie möglich zur Rede und Antwort stehen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, eure Yeshim. Ciao.